Fabi, saugute Leistung, null Ergebnis. Wie beschissen geht's uns jetzt? Ja, das sind die schlimmsten Niederlagen. Ist echt so. Also es tut schon weh jetzt. Also eben, weil man natürlich, wenn man jetzt einzelne Szenen anguckt, hat man vieles zu verbessern, das ist schon klar. Aber so vom Gefühl her, eben wie du gesagt hast, das eine gute Leistung. Und ja, das sind die, die am schmerzvollsten sind, wenn man wirklich alles rausgehauen hat. Ich glaube, das haben auch die Leute gemerkt, dass wir wirklich alles probiert haben. Ja, keine Ahnung, gute, super erste Halbzeit und dann 15 Minuten zwei Dinger gekriegt, die ja, nicht zu beschreiben. Dann aber eben, Charakter gezeigt, wunderbar, aber das sind genau die Niederlagen, wo jeder sagt, naja, gut, gute Leistung, bleibt so dran, aber die sind im Moment bringt das nicht viel. Können wir uns nicht füllend verkaufen, das stimmt. Und erklär uns kurz, warum wir es nicht gebacken kriegen, diese Eckbälle zu verteidigen. Jetzt schon wieder irgendwie in einen reingelaufen. Timo Werner ist jetzt nicht der kopfballstärkste Spieler, der ist schnell wie die Sau, aber Kopfball nicht so sein Repertoire. Was machen wir da falsch? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, in der Vorrunde haben wir das überragend verteidigt, da haben wir irgendwie zwei oder drei gekriegt nur. Und jetzt ist halt wirklich so, dass man ein paar gekriegt hat in letzter Zeit und das halt auch in den Köpfen von der Spieler ist. Und ja, da muss jeder einfach bei seinem Mann sein, ganz einfach. Also es ist nicht ganz so schwer zu verteidigen. Aber natürlich macht er das gut, ein guter Ball. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Hauptproblem von uns, sondern ja, wir haben wieder drei Tore kassiert, wie ich nicht weiß, beim besten Willen nicht, weil ich habe das Gefühl, gerade in der ersten Halbzeit haben sie nicht einmal aufs Tor richtig geschossen, wo ich Angst gehabt habe. Und wir haben sie halt nicht gemacht, haben Pech gehabt mit Pfosten, ersten Halbzeit, noch irgendein Bein dazwischen. Aber wie gesagt, ja, man bringt jetzt nichts, jetzt Kopf nach oben, so schwer es jetzt fällt, gerade direkt nach dem Spiel. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Tönt jetzt doof natürlich nach einer Niederlage, aber ich glaube, die Leute haben gemerkt, dass noch was drin liegt. Und mit der Leistung gehören wir sicher nicht in die zweite Liga. So doof klingt es gar nicht, weil wenn wir das abrufen, können wir aus dem Freiburg holen. Danke dir. Gerne. Danke dir. Ja, Fabi hat eben schon gesagt, so Niederlagen tun am meisten weh, weil man wirklich gut gespielt hat und eigentlich auch viel richtig gemacht hat. Wie beschreiben wir das jetzt, wie wir mit so einem Gefühl jetzt weiterleben müssen? Ja, ist natürlich bitter. Ich denke, wir haben uns viel vorgenommen fürs Spiel. Auch in der ersten Halbzeit sind wir gut reingekommen, haben vorne die Chancen gehabt, auch das 1-0 zu machen. Haben wir leider nicht wahrgenommen, dann in der zweiten Halbzeit wieder zwei Gegentore kassiert. Und sind dann wieder in den Rückstand hergelaufen, sind dann nochmal rangekommen. Ich denke, die ganze Mannschaft hat auch 90 Minuten gekämpft und Gas gegeben und gezeigt, dass sie will. Und ja, darauf müssen wir jetzt aufbauen und nächsten Spiel drei Punkte holen. Das heißt also wirklich, diese Plattitüde dann nochmal rauskramen, auf der Leistung brauchen wir auf, das ist ja genau das, was uns auszeichnet. 0-5 typisches Heimspiel wieder gezeigt. Kriegen wir das gegen Freiburg jetzt so hin, weil wir wissen, wir können es ja doch noch irgendwie, weil der Glaube vielleicht abhanden gekommen war vorher? Ja, ich denke, wir müssen auch selbstbewusst sein und in jedes Spiel reingehen. Wir können jeden Gegner schlagen und heute hat man gesehen, dass wir auch zu Hause mit den Fans Gas geben können und jedem Gegner Schwierigkeiten machen. Wir sind, denke ich, auch sehr gut reingekommen, hatten vorne auch die Chancen, die Tore zu machen, haben die leider nicht gemacht und nach der Halbzeit waren wir einmal wieder unachtsam, haben das Gegentor bekommen, aber auch nicht aufgesteckt. Wir haben weiter als Mannschaft Gas gegeben, uns in die Zweikämpfe gehauen und sind nochmal fast zurückgekommen und darauf müssen wir natürlich aufbauen und die nächste Aufgabe angehen und die drei Punkte holen. Und gegen Freiburg geht es nochmal so weiter. Danke dir.